Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht es heute tatsächlich mit unserem seriennahen V10. Mhm. Im letzten Video habt ihr gesehen, wie wir die 10 Kolben reingedrückt haben. Wir haben ihn ausgelitert. Wir sind fast ziemlich genau bei 8,0:1. Mhm. Total geil. Jetzt, da Thema Buchsen und ich so ein sensibles Thema aus den letzten Jahren sind. Warum? Weil wir hatten halt leider einmal einen Motor bei Björn, wo wir den RS4 Motor gebuchst haben. Mhm. Beim Anziehen gab es so ein Geräusch. Knack. Das hört sich interessant an. Wir haben beim Anziehen das Geräusch gehört, haben aber nicht gedacht, dass da jetzt gerade hätte etwas kaputt gehen können. Okay. Weil der Bolzen hatte noch ganz normal, wenn wir mal losgemacht, nochmal festgezogen, war alles gut. Haben dann später, als ich den Motor eingebaut habe, Schlüssel umgedreht, warm laufen lassen, Öl raus, Öl voll mit Wasser. Nein! Also so 3 Monate später, nachdem ich alles zusammen habe. Was war? So. Und da war definitiv, dass der Block an der Lagergasse, wir hatten den danach ja richtig geröntgt nach dem Riss und so. Ja. Der war quasi unten an der Aufnahme von dem Bolzen, an der Lagergasse. Da war der rausgerissen. So, das heißt, meine Vermutung ist, es hat mit der Nut für unseren Kupferring irgendwas nicht gepasst. Die stand ein bisschen zu weit raus, ging auch extrem beschissen rein in dem Moment. Mhm. Und der Druck auf die Buchse durch diesen Vorsprung, durch den Ja, die hat quasi den... War so krass, dass du den ganzen Block auseinandergezogen hast. Jetzt muss man nicht sagen, dazu 11 M11, da war richtig Druck halt hinter. Ne? Mhm. Deswegen habe ich mir überlegt, würde ich gerne, damit sowas nicht normal passiert, also wenn es kaputt ist, ist es eh kaputt, aber damit wir dann nicht alles einbauen und auch das beim ersten Mal Schlüssel umdrehen passiert, würde ich, glaube ich, ganz gerne eine Kopfdichtung einmal opfern. Mhm. Das heißt, wir machen eine Einsatzringe rein, schrauben dann den Kopf einmal drauf, ziehen ihn an und nehmen ihn tatsächlich wieder runter. Was hältst du davon? Ja, also wir können natürlich den Überstand der Ringe messen und können dann entscheiden, ob wir die nochmal verwenden können. Mhm. Erfahrungsgemäß geht das, ne? Aber können wir ruhig mal machen. Aber ich hoffe natürlich, dass hier nichts passiert, denn dann ist Feierabend. Ne? Ja, dann genau. Mal eben noch einbauen. Dann können wir endlich Fußball gucken. Nee, ja klar, aber lieber, dann wissen wir es ja eh, weißt du? Ja, klar. Nee, ist okay, können wir machen. Also was wäre jetzt für mich zum Verständnis das Allerschlimmste, was passieren könnte dabei? Es macht Glock und der Block reißt in der Mitte durch und es ist halt frei. So schlimm kann es also tatsächlich Prinzip, passieren dabei. Nein, im Prinzip ist alles schlimm. Auch wenn wir festziehen und den Kopf wieder abmachen und man sieht, dass eine Buchse irgendwie abgesackt ist, dann... Das hat man nämlich dann beim Zerlegen gesehen, dass definitiv ein Zehntel Unterstand hatte. Okay, boah, ein Zehntel. Ja. Weil halt die ganze Seite von dem Block so hochgekommen war. Mhm. Und da haben wir auch das Thema Buchsen aufgegeben. Natürlich. Das hast du natürlich schon ein paar Buchsen mehr gemacht. Aber das ist dann alles auseinander und neu machen. Das ist eigentlich nicht alles auseinander, sondern alles einfach im Müll. Also jetzt nicht Kolbenpleu, aber zumindestens. Ja, okay, alles klar. Steht ein bisschen was kein Druck. Kein Druck heute in diesem Video, ne? Okay. Wollen wir erst was essen oder noch? Nee, machen wir jetzt. Also, wir waren schon mal so intelligent und haben uns die Drähte vorgeschnitten auf in etwa Maß. Wir machen das so, dass wir die am Ende auf Maß feilen, dass die wirklich, wenn wir dann durch sind, bündig auf Stoß stehen und nicht irgendwie so schief, sondern gerade, dass das quasi am Idealfall gar nicht zu sehen ist. Also für alle, die diesen Kupferdraht noch nie gesehen haben, die Nut hier ist ein bisschen flacher als der eigentliche Draht. Das heißt, der Draht hat einen Überstand und dieser Überstand drückt die Kopfdichtung einfach nochmal zusammen, wie eine Art Schneidring. Der rüber steht und man somit noch eine noch krassere Flächenpressung auf die Kopfdichtung bekommt, in dem Bereich, wo der Kompressionsdruck bzw. Verbrennungsdruck am höchsten ist. Mhm. Haben wir vor, weiß ich nicht, 5 Jahren das erste Mal bei der Limo gemacht und das ist wirklich krass. Also, wenn das Ganze gut sitzt und Andis Nuten sehen schon extrem krass aus hier. Sind die eckig oder rund? Eckig. Eckig, okay. Ja. Dann kann sich der Ring wunderbar so da reinpressen. Ne? Denn viele haben schon geschrieben mal, warum machst du keine runde Nut da rein? Aber dann ist diese Pressfunktion des Rings nicht so gut gegeben. Der hält dann nicht so gut da drin. Habe ich schon versucht. Wir hatten bisher auch immer runde. Ja? Mhm. Aber du wirst sehen, wie das Ding da drin hängt. Ja. Okay, das heißt, bei einer eckigen Nut werden wir auch tendenziell mit mehr Überstand weniger Pressung haben. Das heißt, wenn man ein bisschen raussteht, ist nicht ganz so schlimm, weil der sich schon gut... Okay, dann kann es natürlich sein, bei der Eckigen, dass wir den Kopf runternehmen und die neu machen müssen, die Ringe.
Kann natürlich bei der Eckigen sein. Nee, ich glaube, das ist nicht der Fall. Wir reden ja wirklich von Hundertstel, wo der Ring dann da in die, nur in die Ecken reingehen kann. Nicht irgendwie da, dass der dann komplett verschwindet. Ja. Okay. Hämmerchen? Ja, okay. Nee, wir brauchen den. Das ist der. Hier, siehst du den Unterschied. Ah. Der Plane, Dieter. Dein Wunsch war die Öffnung hier. Nee, nicht mein Wunsch, sondern so habe ich bisher immer gemacht. Ja, dann passiert natürlich nichts. Hier wäre kritisch. Ja, da ging gar nicht. Da geht gar nicht. Hier. So, und wir haben uns immer gesagt, immer Richtung Einlassseite, weil tendenziell kälter. Ja. Und selbst wenn er hier ein bisschen durchblasen würde, A, die Flächenpressung war hier am höchsten, weil halt Nähe Bolzen. Das heißt, theoretisch da auf jeden Fall der Bolzen am stärksten. Kann man machen. Und dazu kommt auch noch, lassen in den Kopfbolzen reinblasen. Kann er gerne machen. Ist nicht so schlimm wie ein Wasserkanal. Junge, als wenn er den ganzen Tag nichts anderes macht. Hier. Das ist eigentlich von Alex der Job. Aber sagen wir mal so, habe ich ihm irgendwann beigebracht. Aber hier war jetzt... Du musst immer dein Fingerchen da drauf haben, weil sonst die Hebelkraft so hoch. Weißt du? Ja. Ah, ich bin unzufrieden. Wir müssen ja auch schon die Mitte treffen. So, Finger drauf. Das Schöne ist, wenn der einmal so in etwa vorgeformt ist, dann geht der wunderbar da rein. Optisch ist halt immer wieder die Macht, ne? Er ist sexy. Optisch sieht er schon. Kannst du mal dann so in etwa in die Richtung bringen? Ich helfe dir mal ein bisschen. Genau. Ganz viele Leute fragen ja immer, beziehungsweise schreiben, dass ich dich ablenken würde. Ja. Lenke ich dich ab? Ja, Katastrophe. Nee, so, oder? Nee, nicht wirklich. Eigentlich ist es ja tendenziell schon eher so, da wir ja mindestens immer zu zweit sind, passen auch immer mindestens ja, zwei auf. Ja, Vier-Augen-Prinzip. So, das heißt, du kannst jederzeit immer sagen, du warst noch dabei. Genau. So, jetzt kommen wir hier an die Kontaktfläche. Das ist schon mal ordentlich zu viel. Und jetzt legen wir da einfach klassisch Tuch drüber. Willst du den mal abschneiden oder komplett runterfallen? Ich glaube, wir schneiden den nochmal um einen Millimeter. Da nehme ich tatsächlich keine Zange, weil die Zange quetscht, sondern so eine Schere, denn die macht so einen geraderen Schnitt. Und vor allem, warte, lass mich mal gerade Auge machen. Ich muss nämlich so ein bisschen gucken, in welchem Winkel, weißt du? Also relativ blöd, ne? Wenn es zu kurz ist, zu kurz. Ist aber tatsächlich... Was? Nach hier gefallen. So. Feinmechaniker Andi. Mhm. Ersten Leben Goldschmied. Ich habe eine Freundin, die ist Goldschmiedin, Alter. Die hat mir Pfeil. Ich habe die hat mich auch mal irgendwie hier was feilen gesehen. Die hat gesagt, was machst du da? Die hat mir gezeigt, wie man richtig feilt, Alter. Wie so eine Nagel, der irgendwie so. Ja, ist dann doch immer ganz schöner Kampf, die Dinger da reinzukriegen, ne? Also, Kampf nicht, ist halt Fleißarbeit, ne? Richtig. Zeig mal immer. Aber sieht geil aus. Man muss die Ruhe bewahren. Nicht schlecht. Sieht scheppig aus. So, pass auf. Oh, passt nicht. Wir hätten eh gar keine andere Möglichkeit gehabt. Der Ring muss eh an diese Position. Und das ist relativ geil, weil hier dichtet ja diese Wulst ab, ne? Mhm. Und nochmal davor haben wir nochmal diese Doppelabsicherung. Ja, ja. So, jetzt machen wir es so. Ich würde sagen, wir stellen erst den Kopf drauf, drehen dann die Bolzen rein. Ja. Das geht meistens immer besser. Ich wollte gerade sagen, guck jetzt hier nochmal ein letztes Mal an, aber da weiß ich, wie ich wieder abnehme. Warte, so. Hier sind wir drin. Das ist gut. Hier sieht gut aus. Ja. Die sind auf jeden Fall besser vorher drauf zu machen, weil die natürlich von der Bohrung her, da ist wenig Spiel, ne? Weißt du, wie ich meine? Ja, weiß ich noch, gab es mal so einen legendären Livestream, haben wir wie die bescheuerten Björn und ich auf diesen Kopf rumgehauen, um den runterzukriegen. Ja. Ne?
Und wir sind aber nicht auf die Idee gekommen, einfach den Bolzenfeuer rauszudrehen. Mhm. Weißt du, war so ein Moment, also war eh ein defekter Motor. War eh defekter Motor und. Ja, hat dem rausgelernt. So, beim Ansetzen mache ich ungern mit Akkubohrer. Also, wenn man weiß, dass man gut gerade ist und so. Aber ich habe hier so eine schicke Handkurbel. Die ist relativ cool. Da hat man auch gutes Feeling mit. Mhm. Ja, du kannst ja schon mal kurbeln. Merkt schön, dass man dann auf Anschlag ist. Die Handkurbel ist echt geil. Hörst du, wie das Fett, das Öl sich da rausdrückt? Okay. Was halt immer wieder schön ist hier, mal film hier rein. Wir haben bei den ganzen Motoren die Scheiben wirklich auf einen halben Millimeter auf Maß gemacht, ne? Mhm. Dass sie maximale Fläche haben. Und jetzt guck dir mal an, wie geil der hier reinfällt. Mhm. Also wir haben da wirklich jeden Millimeter genutzt. Was für ein Drehmoment kriegen die? 110. Machen wir in drei Schritten, ja. Jo. Wenn da am Ende die Nockenwellen drin sind, kommst du da richtig bescheuert. Geht, aber also die haben die Nockenwellen extra zur Aussparung, ne? Mhm. Aber eigentlich mehr für diese originalen Riebenüsse und nicht für. So, es wird hier Richtung Stunde der Wahrheit. Macht's knack. Ist Feierabend. Oder nicht? Reihenfolge da jetzt auch egal, oder? Ich mach's von innen nach außen. Von innen nach außen, ja. Mhm. Wie als wenn du so eine Blase aus der Folie rauskriegen willst. Okay. Es geht darum, dass der Kopf gleichmäßig angezogen wird und nicht hier an einer Seite zuerst, sondern irgendwie so, mhm, so hinhängt. So machen wir 75, 80? Joa, 80. Na, 80 damit schaffst du. Hallo. Ungewohnt, dass man dieses Knack-Knack immer hat, ne? Ja, ja. Du bist ja gewohnt, damit zu arbeiten, wenn man normalerweise so kennt. Habe auch lange Zeit gebaut, also ich mag den mechanischen Drehmoment immer noch, weil wir tun an der Hohnmaschine die Torqueplate immer damit festziehen. Mhm. Weil da ist viel Ölerei und so. So, 1:1 ist das gleiche Geräusch. Wie groß wäre das jetzt, was man sehen würde? Wir wissen es nicht. Also kann von ganz, ganz klein bis groß sein. Ja. Und kann überall sein jetzt. Ja.
Na, sehen kann ich erstmal nichts. Ich will überlegen, ob es von der Buchse kommen könnte. Dann hätte sie sich aber gesetzt, was eigentlich nicht der Fall sein kann. Weil den Riss bei der Limo hast du offensichtlich gesehen, oder? Nee, habe ich ja eben nicht. Also danach, wenn man dann weiß, wie wo was. Also es gibt eine Möglichkeit, die sein kann, die aber in dem Falle bei dem Motor nicht so schlimm ist, wenn es zwischen den Buchsen, wo es so dünn wurde, und die Buchse jetzt runtergedrückt wurde und die Buchse, dieses Alublatt, was zwischen den beiden Buchsen stand, wenn da ein Riss reingekommen ist, das könnte passieren. Jetzt die Möglichkeit, sollen wir 110 geben und dann abmontieren? Muss, oder? Wir können eh nichts kaputt machen. Also er muss ja für später im Betrieb, wir müssen ja nicht gleich 110 machen, aber 100 muss man auf jeden Fall machen. Das ist das Einzige, wo ich gesagt habe, das ist echt bei dem Motor jetzt kritisch. Haben wir immer geredet, dass zwischen den Zylindern so wenig steht. Nur durch den Kupferring kommt jetzt natürlich Druck auf die Buchse. Man weiß nicht, in welche Richtung die sich verformen will. In irgendeine Richtung will die. Und wenn die dann irgendwie Spannung auf dieses Blatt gibt, dann reißt das da. Und was passieren würde im worst case, aber ich glaube nicht, dass dann Kühlwasser ins Öl tropfen könnte. Mhm. Dann zwischen den beiden Buchsen lang sickert und dann da durchpisst. Aber da muss erstmal Kühlwasser mehr hinkommen, weil da kommt ja eigentlich kein Kühlwasser mehr hin. Weil da diese Bohrung verschlossen ist zwischen den Zylindern. Mhm. Machen wir jetzt 100. Ordentlich festhalten. Die hat sich gesetzt. Die kommt schon viel zu früh irgendwann. Mhm. Wir haben alle schon gar keine 80 mehr. Ne? Ja, die hier auf der Seite, das hat sich deutlich besetzt. Wo war ich hier? Schon? Hier, ne? Hat ja aber irgendwie komisch angehört. Nicht, dass der Sleeve, was ich gesagt habe, was zwischen den, dass der so dünn ist zwischen Kupferring und Ende, dass der durch den Druck weggebrochen ist. Weil hier in dem Bereich war das gefühlt am lockersten. Hier war es wieder fast noch richtig. Ja, komm, lösen. Also gefühlt habe ich sogar in der Hand beim Festhalten den Knack gemerkt. Jetzt von außen nach innen. Ne? Ja. Wir borsten nur zusammen nochmal. Oder? Genau. Also richtig fest sind die alle nicht. Ne? Doch. Ja gut, du hast ja nie das Lösemoment, ist ja nie so hoch wie das Anzugsmoment. Ich weiß gar nicht, ob ich sehen will. Noch kannst du nicht sehen. Ja. Die Buchse ist abgerutscht. Kannst du 1:1 in der Tonne ballern, das Ding? Kannst du aber nicht umsonst, Alter. Ich weiß nicht, ob er gerissen ist oder ob alle Buchsen runtergerutscht sind. Kann nur reißen. Weil die haben ja einen Ansatz gehabt.
Wie meinst du das? Ja, die hatten ja eine Auflagepflicht. Die stehen ja nicht frei. Ja. Ja, alle Buchsen sind weg. Diese Scheiße ist einfach zu filigran, ey. Ja, man merkt auf jeden Fall jetzt, dass hier überall. Ja, wir können es mal messen. Deutlicher Unterstand ist. Vor allem gerade hier. Aber die Buchsen hatten ja definitiv einen Anschlag, ne? Ja, ja. Die Buchsen wurden ja mit Überstand fest, also die wurden ja mit Überstand mit der Talkblade eingesetzt, weißt du, wie ich meine? Mhm. Das heißt, die mussten, die Talkblade wurde x-fach nachgezogen, dass sie immer weiter beim Abkühlen Nachdruck hatte. Du hast schon recht, es kann sein, dass der Anschlag, also der Zylinder, wo der drauf liegt, bauchig geworden ist. Durch den extremen Druck. Ja. Muss mal gucken, sieht man da unten drin, nee. Ob die Buchse irgendwie was getan hat. Also wir können eigentlich, es hilft ja nichts, wir können eigentlich nur wieder zerlegen. Ja, das Problem ist, zerlegen wird jetzt auch nichts bringen. Weil der Riss wird hier hinter irgendwo sein. Weißt du? Ja, ich vermute da, wo diese Hülse, die absteht, sich in dem Bett des Blockes abstützt, dass das da abgerissen ist. Es auch sein kann, dass sich hier also so ein Stehbolzensitz da rausgerissen hat, weißt du? Ja, aber dann ist ja nicht. Weißt du? Mhm. Dann ziehst du ja nicht den ganzen Block hoch. Kann man noch andere Dinge sehen, wenn man jetzt die Kurbelwelle nochmal durchdreht und ich befürchte leider, dass selbst wenn wir die Welle rausnehmen, wird man nichts sehen. Also als Beispiel, guck mal, wenn du siehst, wie wenig der Bolzen hier drin steckt eigentlich, dann weiß man, wo das rausgerissen ist. Also das ist schon irgendwo in dem Bereich hier. Okay. Raus. Also man könnte hier durch diese Kanäle überall, da könnte man vielleicht was. Ja, guck mal, der Überstand. Guck mal von der Seite gucken. Guck mal, der Überstandszehntel. Mit Null auf Buchse. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also da ist auf keinen Fall so, dass jetzt hier irgendwie um 3 Zehntel irgendwie der Kollege zu hoch war. Vom Geräusch her würde ich schon sagen, das hat sich exakt so angehört wie dieser Kleber, der sich löst, so. Der harte Kleber, der so knackt, der so verhärtet ist. Weil das war auch nicht nur so ein Knack, sondern so ein komplettes, weißt du, ich meine? Mhm. Ja, aber was willst du machen? Ich würde den röntgen lassen. Wenn das negativ ist, natürlich, dann hat es erledigt. Wenn der jetzt keinen Riss oder ähnliches hat, würde ich den nochmal, also bevor nach dem Röntgen nochmal richtig anziehen mit 120 Newtonmeter oder so. Kann sein, dass die Buchsen sich gesetzt haben, aber eigentlich gibt es dafür keinen Grund, außer wenn der Buchsensitz ballig wird. Mhm. Weil der Buchsensitz war absolut plan. Also wir können jetzt theoretisch nur eine Sache machen, wir können die Kassette abschrauben. Mhm. Dann können wir da reingucken. Mhm. Können wir machen. Das ist die einzige Idee, die mir noch einfällt. Vielleicht nochmal Glück, Pech, wie man es auch immer sehen will. Wir sehen den Riss. Na, ich sehe jetzt auf den ersten Blick nichts, aber es gibt auch keinen Bereich, wo man reingucken könnte, ne? Nicht so richtig. Muss ja theoretisch hier hinter sein, ne? Das ist ja hier noch der Wassermantel. Ja, ich würde sagen, hier ist für heute erstmal Feierabend. Und mal gucken, wie wir weitermachen. Wirklich. Ich glaube, nichts in meinem Leben hat so viel Zeit gekostet wie dieser. Wirklich. Der hat wirklich schon 10.000 Kilometer gesehen. Nur mit durch die Gegend fahren, dies, das, jenes.
Weißt du, die Leute belächeln das auch immer so, dass es so lange dauert, aber klar, du kannst es halt zusammen, du kannst hier 9 R8 aktuell kaufen, schmeißt da so ein Standard-Turbo-Kit drauf, fährst 0,7 Bar, das funktioniert halt, ne? Ja. Ja. Aber es gibt halt einen Grund, warum es halt einfach kein Auto gibt, wo es funktioniert. Gibt ja wirklich in Deutschland keinen, der irgendwie 1500 PS, 2000 PS im Lambo fährt, ne? In dem alten 500. Mhm. Tja, so ist das Leben. Nix Lambo fahren dieses Jahr. Hab mich schon gefreut. Ja. Das dauert schon Bilzer Berghof. Machst du nix. So ist das. Nach vorne schauen, weitermachen. Finden bestimmt eine Lösung. Ja, gibt's leider keine Lösung für. Weil die, das wird gerissen und Schrott sein. Weißt du, weil es kann sich nicht die ganze, weißt du, wenn die ganze Buchse sich setzen würde. Nee, ich meine, es hätte sich. Nee, aber die würde sich. Hätte sich ein oder zwei zuerst gesetzt. Die würde sich ja immer kreisrund setzen. Weißt du, die Buchse kann ja nicht. Die ist jetzt ja gerade an zwei Stellen tiefer und zwei andere Stellen sind nicht tiefer. Und wenn die Buchse sich hier und hier setzt, die würde sich ja wenn dann komplett setzen oder es wird der ganze Kragen hochgezogen. Und das ist halt passiert und alles drumherum ist halt frisch. Feierabend. Ja, schade Schokolade. Und tschüss. Also, wir haben nochmal jegliche Motivation zusammengenommen. Es hat uns keine Ruhe gelassen, was ihr eben gerade gesehen habt. Und deswegen haben wir uns überlegt, was können wir als erstes machen. Und du kamst auf die Idee, wenn diese Buchse hier irgendwie wieder raus sollte, dann muss sie rausgespindelt werden. Ja, auspressen unmöglich mit dem Kleber etc. keine Chance. Ja. So, das heißt, Block ist zum 30. Mal auf dem Bohrwerk hier. Ich bin echt. 31. Mal. Und wir probieren jetzt Folgendes, beziehungsweise ein paar Durchläufe sind schon hinter uns. Du willst wirklich einfach so lange spindeln, bis halt einfach Wandstärke weg ist und mit Glück Buchse rausfällt. Ja, die wird sich dann so irgendwie, dann wird das nur so ein Blatt und dann wird das sich abblättern. Kannst du von der Wand abpindeln. Ja. Okay. Und dann gucken wir, ob wir einen Riss sehen oder halt nicht sehen. Ne? Ja. Die Möglichkeit des Röntgen wäre ja gegeben, aber es hätte am Ende nichts gebracht. Wir können es ja eh so unmöglich einbauen. Also jetzt einfach rüberplanen und zu hoffen, dass nichts passiert ist, wäre Fusch hoch 10. Ne? Deswegen ja. Muss man eh gucken. Ne? Die Buchse hat außen ungefähr 86. Jetzt gerade haben wir schon 85,5. Ja, so niedrig. Das heißt, jetzt noch einmal zustellen, einmal durchfahren und dann gucken, was passiert. Genau. Cool. Das heißt, wenn alles gut läuft, müsste der äußere Ring auch gleich einfach nur rausfallen, ne, der Kragen. Ja, der ist wahrscheinlich ein bisschen eingeklebt, also irgendwie mit ein bisschen Hebeln müssten wir eigentlich da dran kommen. Also Philipp redet jetzt hier von dem oberen Stück. Wir sind jetzt quasi exakt auf dem Maß. Jetzt hören wir aktuell nur noch die Buchse sich drehen. Mhm. Also, das sieht man auch so ein bisschen seitlich schon. Ja, richtig. Die Buchse dreht sich jetzt irgendwie da drin. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt noch sinnvoll ist, weiter da durchzubohren. Nee. Deswegen beenden wir das mal. Fahren wir mal was hoch. Ah, guck, da ist unsere Buchse. Genau. Okay. Aber hier ist der Riss. Hier, der Ring ist schon. Genau. Das ist warm an der Buchse. Ja. Für mich ist das auch interessant. Ich selber ja, aber guck mal, nee, guck mal hier. Ja. Ja. Auf beiden Seiten. Hier auch. Aber so richtig, richtig gerissen. Aber normalerweise an der Stelle, wo der Riss ist, ist der allerdüngste Punkt. Wir können das gleich mal an dem Testblock zeigen. Ne? Und diese Buchse ist spannungsfrei eingesetzt worden. Weißt du, wie ich meine? Wir haben das Bohrmaß, was wir gemacht haben, war exakt das Buchsmaß, also 86. Wir haben 86 gebohrt und haben quasi die spannungsfrei eingesetzt, nur mit verklebt. Also was ich interessant finde ist, also wir holen euch einmal ab, falls ihr es gerade nicht erkennen konntet. Links und rechts komplett radikal gerissen. Was ich interessant finde, selbst wenn der Überstand von dem O-Ring zu viel war und wir die ganze Buchse runtergedrückt haben, hat ja trotzdem dort, wo die Buchse sich abstützt, der ganze Kragen mehr oder weniger erstmal gehalten. Weil der Kragen ist ja noch fest dran an dem eigentlichen Block. Sondern einfach der ganze Block an sich ist mehr oder weniger so auseinander.
oder so V-förmig, oder weißt du? Zusammen. Ja. Oder zusammen, eins von beiden. Ich vermute eher zusammen, weil die Druckpunkte mittig von den Verschraubungspunkten sind. Weißt du, ich meine, der Riss sorgt ja dafür, dass es quasi ein Kippmoment, ein Knickpunkt bekommt. So, was wiederum dann eigentlich heißt, dass er wirklich radikal, ich will nicht sagen zu schwach ausgelegt war, also zu viel weggenommen. Man hätte es von vornherein alles noch dünner machen müssen. Ne? Also, wir haben ja immer davon geredet, dass die Wandstärke zwischen den Zylindern brutal dünn ist. Ne? Mhm. Die Buchsen waren zu dem Zeitpunkt vorhanden. Das heißt, man hätte im Zweifelsfall, also wenn man es jetzt nochmal machen würde, wahrscheinlich, das sind 86 mm, hier drin sind 83, dann würde man wahrscheinlich eher auf draußen 83 und drin sogar nur 80 gehen. Genau, ne? Die Stroken. Dass man die Originalwandstärke eigentlich sogar stehen lässt. Ja, richtig. Ja, richtig. Dass man den nur nicht einmal die Stroken, sondern einfach einen kleineren Kolben verwenden. Genau. Weniger Hubraum. Dass man einfach nur den eigentlichen einmal glatt zieht, Buchse rein, fertig halt, ne? Ja, so eine Standard-Reparaturbuchse, ne? Einfach verwendet. Wollen wir da mal einmal, wollen wir minimal zustellen und noch einmal durchfahren, dass das richtig schön sauber ist? Ja. Können wir eigentlich noch mal einmal schnell, können wir ihm die letzte Ehre noch mal erweisen, den Block, ne? Weil brauchen wir uns nichts vormachen, der ist Schrott. Ne, kannst du für nichts mehr verwenden. Doch, das Einzige, was wir noch machen könnten, wir könnten es komplett rausnehmen und so richtig nasse Buchsen reinsetzen. Ja. Oh, nein, hör auf, bitte. Ich meine, können wir ja lachen. Ja. Das ist doch die halbe Miete. Weißt du, weil bei einer nassen Buchse wäre es tatsächlich so, dass hier zwischen gar nichts mehr ist. Und die ganze, ich weiß, aber wir müssten dafür mal, komm, wir gehen mal kurz, obwohl, wir dürfen nicht gehen. Das ist noch streng geheime Baustelle. Genau, wir sind in der neuen Geräte. Pass auf, stell du mal ein bisschen was zu, mach die Maschine an und wir beamen uns mal kurz zum anderen Block. Richtig, und dann zeigst du mal, ob wir da unten, ich komme mal dazu, weil ob wir ein gutes Bett haben für, okay, für die Buchse. So machen wir. Also, wir sehen jetzt hier, dazwischen genau ist er gerissen. Ist das Maß ungefähr, wie du auch gebohrt hattest? Ja, ne? Ungefähr, auf der anderen Seite auf jeden Fall. Ungefähr, aber. Nee, guck mal, andere Seite. Ja, auf jeden Fall so dünn. Warte mal. Guck mal, hier ist genauso dünn. Ja, es kommt schon hin. Ja, ja. Also, es ist schon so dünn. Und das ist halt wirklich so wenig. Plus, da ist natürlich auch noch, man sieht ja richtig V-förmig, wie es gerissen ist, weil die Bohrung da auch noch ist. Ja, guck mal, hier ist sogar schon ein. So. Hier, da ist sogar schon ein. Also, ein Punkt. Genau, hier ist schon durch. Guck mal, wie dünn das war. Ja. Und jetzt war mein Gedanke gerade nur, weil es halt hier gerissen ist, könnte man das natürlich theoretisch so gestalten, würde die Buchse unten absetzen. Das heißt, wir würden jetzt eine Buchse reindrücken, die hier unten einen Absatz haben und oben freistehen ist. Wenn ich das hier so sehe, weil wir haben hier massives Bett. Weißt du, wie ich meine? Das Bett hier ist massiv. Wir haben hier keinen dünnen Liner oder so. Kennst du das, wenn Leute sich einfach alles immer schön reden? Da bin ich ja auch Profi drin, so ungefähr. Eigentlich den Block gerade gefickt und jetzt. Nein, aber so, das ist, wir können das in Büchsen machen. Klar, gehen tut das auf jeden Fall. So, also, zeig nochmal die Buchse, wo ist die gerade hin? Der Unterschied bei dieser Buchse ist einfach, dass anschließend das Wasser um die Buchse strömt. Deswegen eigentlich nasse Buchse, weil das Kühlwasser um die Buchse strömt. Bei denen, die wir jetzt hier eingesetzt haben, ist das Wasser quasi noch zwischen Alu und Alu und nicht zwischen Alu und Stahl. Mhm. Was ja theoretisch sogar besser ist. Ja, richtig. Wir haben eine bessere Wärmeleitung. So. Praktisch natürlich wieder das Risikobehaftere, aber kaputt ist eh kaputt. Somit hat man eigentlich nichts mehr zu verlieren. Ne? Also die nassen Buchsen, wenn die ein gutes Bett haben, dann funktionieren die gut. Die Honda-Leute machen das nur. Wie würdest du das hier unten abdichten? Mit O-Ring? Ja, so wie ich, guck mal, diese drei Nuten sind da für ein O-Ring und zusätzlich im unteren Bereich kleben. Das heißt, die werden wirklich dann aber gar nicht gepresst, sondern nur gesteckt? Nee, gepresst. Auch gepresst, ja. Aber okay, das ist natürlich mal eine Buchse, man merkt schon im Gewicht, wie schwer das ist. Ne? Und gerade in dem oberen Teil, wo die Verbrennungsdrücke so hoch sind, da ist natürlich richtig von Stärke. Ne? Da sind hier extra die Nuten drin, um ein bisschen mehr Kühlung, ne? Richtig, Kontakt zum Wasser zu haben. Das heißt, theoretisch wäre der Schritt, alle Buchsen ausspindeln, gucken, ob noch irgendwo anders Risse sind und sich das dann überlegen. Mhm. Okay, ja, aber das ist ja immerhin schon mal wieder ein Hoffnungsschimmer. Ja, komm, wir beamen uns einmal zurück und gucken uns mal Risse an. Okay, alles, was ihr eben gerade gehört habt, könnt ihr theoretisch direkt wieder vergessen. Euphorie schon wieder am Ende, weil der Riss ist wirklich ganz bis zum Ende unten durch. Das heißt, selbst wenn wir unten Material stehen lassen würden, würde das nichts bringen, ja, weil an der Stelle würde das Wasser einfach durchlaufen. Und vor allem würde es wieder, wenn die Buchse oben Druck bekommt, würde wieder dieser Kippmoment entstehen. Ja.
Und so wie das gleichmäßig auf beiden Seiten einfach weggeknackt ist, vor allem hier ist ja auch schon ein richtiges Loch. Das heißt, da standen ja am Ende höchstens noch, guck mal, da waren 13. Materialstärke vielleicht gerade, wenn es hochkommt. Ne? Wie viel hat es jetzt eben gerade ausgespindelt? Nochmal 2/10. Ja, siehst du, das heißt, da, das war eigentlich schon durch vorher. Ne? Das erste Loch hier, das habe ich gesehen. Das war da. Ne? Aus dem Grund haben wir die spannungsfrei eingesetzt. Damit das durch die, weißt du, wenn wir den ja heiß machen, den Block, und dann Spannung, bei, wenn die jetzt hier so eine Presspassung bekommen, dann wäre es direkt so gegangen. Aber da wir es auf Null gemacht haben, ist es nicht da passiert, sondern dann irgendwie, wenn die Buchse Druck bekommen hat. Das heißt, man kann eigentlich schon sagen, dass eigentlich die ganze Konstruktion von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Zum Scheitern verurteilt war. Am Nachhinein ist man immer schlauer. Was soll ich sagen? Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, ich würde sagen an dieser Stelle erstmal Abbruch. Andi muss erstmal seinen Umzug fertig machen. Ja, aber wir haben doch jetzt eine Motivation, oder? Eine Motivation, dass kaputt ist. Nee, ich weiß noch, wie euphorisch wir dieses Video gemacht haben, noch gesagt haben, dieser Block wird so schnell nicht mehr zerlegt. Bumm, kaputt, nach Hause gefahren, nächsten Tag wird zerlegt. Willst du nicht anteasern, dass wir dann direkt aufrichtig gehen? Das weiß ich nicht. Wie meinst du das? Weil du ja aufrichtig gehen musst. Ich habe da wenig Aktien drin. Ach so, nee. Ja, also wir haben ja immer davon geredet, dass wir den Block killen und dann einen Billet-Block bauen. Ich bin mittlerweile ja, wie ihr es mitbekommt, ein bisschen umgezogen. Wir haben ein bisschen aufgerüstet. Hier hinter wird was sein, was viel Denkarbeit und... Ist die Fräse so groß, dass wir 8 Meter Plane brauchen, um die zu verstecken? Nein, aber ich will mal sagen, wir gehen den Schritten näher, dass wir es schaffen, selber so ein Ding zu konstruieren in Billet und wir den Philipp zu seinem Traum quasi so langsam führen können. Dass das Ding endlich mal wieder läuft und Dampf hat, oder? Ja. Ja, der Moment war wirklich hart, wo das einfach knack gemacht hat, ne? Weil wir haben ja im Vorfeld noch drüber gesprochen. Und ziehen an, knack. Du kannst ja auch ruhig mal den Leuten sagen, weißt du, wir, man sagt, ja, jetzt ist man da schon so ewig dran oder so. Aber das ist einfach nichts, was man irgendwie aus der Tüte, irgendwie so aus einer Wundertüte nimmt und dann zusammenbaut und fertig ist. Sondern Philipp wird schon seit Ewigkeiten immer wieder zurückgeschlagen. Das fängt an, dass irgendwelche Stehbolzen es nicht dafür gibt und dann werden irgendwelche Buchsenkasten gemacht, dann werden wir nochmal Kolbenkasten gemacht. Das ist ja alles immer wieder, ist man da auf andere abhängig und deswegen zieht sich sowas halt, ne? Ja, was soll ich sagen? Kaputt ist kaputt. Wir können es nicht ändern. Jetzt kommt der Billetblock. Wir können es nicht rückgängig machen. Jetzt kommt erstmal eine Zeit lang gar nichts, weil Andi muss auf jeden Fall hier erstmal ankommen. Mhm. Und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Genau. Alles klar. Ja. Kopf hoch. Weiter geht's. Weiter geht's. Und tschüss.